Herzlich willkommen zum ersten Video des Modul 1 Aktivieren. Es gibt viele gute Gründe, die Natur, die Umgebung als Lernort zu nutzen. Da ist zum einen das Sehenlernen, das Üben von Achtsamkeit. Medien binden Aufmerksamkeit. Die Alarmsignale, die eine neue SMS ankündigt, führt uns von einem Reiz zum nächsten. In der Auseinandersetzung mit der Natur aber bestimmen wir selbst das Tempo. Überraschendes gibt es überall. Was wir entdecken, bestimmen wir aber selbst. Wir lernen, den Blick schweifen zu lassen, aber auch wieder zu fokussieren. Dann ist da das forschend entdeckende Lernen. Wissen kann man ja nicht einfach weitergeben. Wir müssen es uns aktiv aneignen. Wir müssen es konstruieren. Der Nobelpreisträger Zeilinger erzählt, wie er als Kind geforscht hat, indem er Puppen zerlegt hat. Es ist heute schwierig geworden. Die Funktionen einer Quarzuhr oder einer Lithiumbatterie erschließen sich nicht mehr. In der Natur aber kann ich noch forschen, entdecken. Wohin gehen die Ameisen? Wie hoch ist der Baum? Wie lange steht der Brunnen schon da? Und was lebt denn im Bach? Hier können wir spielerisch entdecken, Hypothesen überprüfen. Darüber hinaus, Natur ist nicht nur dazu da, Biologie besser zu verstehen. Der Biologiedidaktiker Ulrich Gebhardt wendet sich auch gegen zu viel Inszenierung von Naturerfahrung. Viele Menschen schätzen die Natur, weil sie dort so sein können, wie sie sind. Natur ist ein Raum, Fantasie zu entwickeln, über sich selbst nachzudenken, auch darüber, was denn ein gutes Leben sei. Dieses vielfältige Lernen in der Natur ergibt sich nicht immer spontan. Es braucht Impulse, den einen oder anderen Anstoß. Der Einstieg in ein Thema, in eine Fragestellung, entscheidet häufig darüber, ob uns das Thema anspricht oder eben nicht. Neuen stehen wir meist indifferent gegenüber, nach dem Motto, schauen wir mal. Dann aber treffen wir sehr rasch eine Entscheidung, ob uns das Thema gefällt. Studien etwa von der großen Agentur Crosswater zeigen, dass 2/3 der Bewerbungsgespräche innerhalb von 5 Minuten eine Entscheidung bewirken. Und diese Entscheidung in den meisten Fällen im Lauf des Gesprächs nicht mehr repetiert wird. Der erste Eindruck zählt eben. Was im Beruf gilt, gilt auch für Lernprozesse. Daher ist für ein Lernsetting der Beginn, die Aktivierung von so großer Bedeutung. Wir wissen, Lernen ist ein aktiver Aneignungsprozess. Die Lernenden aber haben unterschiedliche Erfahrungen. Ein Aktionstag im Wald draußen scheint den einen spannend, den anderen langweilig. In heterogenen Gruppen, wenn ein Teil der Lernenden einen Migrationshintergrund hat, können auch Befürchtungen, Ängste eine Rolle spielen. Nicht alle finden einen Wald schön. Manche freuen sich darauf, Menschen zu interviewen. Andere machen sich Sorgen, sind scheu. Daher ist es am Beginn so wesentlich zu überlegen, welche Erfahrungen, welche Vorstellungen haben denn die Lernenden? Welche Emotionen verbinden sie mit draußen? Digitale Medien sind sehr hilfreich, wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven sichtbar zu machen, etwa in einer Word Cloud. Dazu mehr im nächsten Video von Frau Eichinger. Vorbereitungsaktivitäten sollen den Blick weiten, damit eine gemeinsame Basis fürs Lernen entsteht. Machen wir uns nichts vor. Bei weitem nicht alle Jugendlichen brechen in Begeisterung aus, wenn sie draußen lernen. Den einen sind die Insekten, die Krabbeltiere unangenehm. Die nächsten finden es anstrengend, zu heiß oder zu kalt. Vor allen Dingen aber denken viele, langweilig.
Es braucht daher die Aktivierung. Der große Naturpädagoge Joseph Cornell sagt, in der Naturvermittlung ist es ein Ziel, mit den Lernenden in einen Flow-Zustand zu kommen. Wir vergessen Zeit und Raum, unsere ganze Aufmerksamkeit, andere würden sagen, unsere Achtsamkeit gehört der Natur. In diesem Zustand lernen wir intensiv, sind wir besonders kreativ. Aktivieren bedeutet, sich diesem Zustand zu nähern. Cornell schlägt vier Spiele vor, situationsabhängig. Einmal solche, die aktivieren, einmal solche, die beruhigen, die Konzentration fördern oder wieder andere, die die Gemeinschaft betonen. Das Smartphone ist den Jugendlichen vertraut, gibt ihnen am Beginn auch Sicherheit. Und es eignet sich dazu, den Blick auf die Phänomene zu fokussieren, eben zu aktivieren. Es bietet Überraschungen mit Funktionen wie einer Bestimmungs-App. Ein wichtiger Effekt: erste schnelle Erfolgserlebnisse sind möglich. Vogelstimmen zu lernen dauert lange. Eine App hilft uns, rasch einige Stimmen zu identifizieren. Der sonst mühsame Einstieg wird hier leicht. Solche Aktivitäten schaffen gute Stimmung, eine wichtige Lernvoraussetzung. Es braucht aber mehr. Nötig sind Fragestellungen, die spannend sind, die zum Thema hinführen. Hier können natürlich Inszenierungen helfen, etwa durch Geocaching-Spiele oder indem die Übung als Mystery-Tour gestaltet wird. Warum nicht einfach die Pflanzen aus einem Lied suchen, etwa den Sycamore-Tree? Oder fragen, welche Zauberpflanze, die Harry Potter verwendet, es bei uns gibt. Ein kleiner Hinweis: er benötigt etwa Beifuß für den Trank der lebenden Toten. Finden wir Schmetterlinge ohne Flügel? Ein Tipp, vor allem im Winter. Natürlich eignen sich ökologische und biologische Fragestellungen, aber auch kreative Aufgabenstellungen, zum Beispiel ein Foto von einem gruseligen Baumgesicht oder das Spiel mit der Sprache, drei Tiere, die du gesehen hast und ein Haiku-Gedicht. Die Fantasie der Lernenden wird gefragt und aktiviert. Lernen ist zu oft nicht individuell, aber wenn Gleichaltrige gleichzeitig mit gleicher Methode das Gleiche tun, dann ist das keine optimale Vorbereitung auf das Leben. Wir brauchen ein Unterrichtskonzept, mit dem alle individuell auf ihre Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden, sagt die grüne Pädagogik. Mehr dazu finden Sie in der beigelegten Broschüre unter Materialien. Individualisierung ist also das Zauberwort, auch in der Aktivierungsphase. Selbst entdecken, selbst erforschen, eigene Ansichten formulieren und nicht nachsagen, was man vorgesagt bekommt. Draußen lernen heißt selbstständig werden. Ich darf zusammenfassen: das Smartphone, das Tablet ist Jugendlichen vertraut, gehört zum Alltag. Natur aber ist vielen fremd. Digital unterstütztes Lernen nützt Vertrautes, um Neues zu entdecken. Digitale Medien helfen, Zugänge zur Natur zu eröffnen. Sie aktivieren Erfahrungen und unterstützen einen Perspektivwechsel. Dazu erzählt Ihnen im nächsten Video Kollegin Eichinger mehr. Zum Abschluss noch eine Bitte. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten einen Lehrausgang vor. Es ist der Start für ein kleines, fächerübergreifendes Projekt. Das Thema: welche Bedeutung hat Natur für uns Menschen? Die Schülerinnen und Schüler sind mäßig begeistert. Das Thema ist ihnen zu abstrakt, manche meinen auch zu langweilig. Sie wollen Begeisterung wecken. Haben Sie eine Idee? Bitte tauschen Sie sich im Forum aus, was Sie tun würden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer vergessen Sie nicht, mit offenen Augen nach draußen zu gehen.